Als erstes geht es nach Playa de Palma. Immer noch der beliebteste Hotspot für deutsche Gäste. Mein Ziel ist nicht der Strand, sondern das Treiben auf den Straßen daneben. Wir alle kennen diese Bilder. Urlaub unter Palmen könnte so entspannt sein. Wären dann nicht die vielen Straßenhändler, die einem in Scharen auflauern und Billigware andrehen wollen. Echt nervig. What is that? Mrs. Ray-Ban? Yes or no? Ja. Good Gute Qualität? Yeah. How much is Was kostet die denn? 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro für eine angebliche Ray-Ban-Brille. Naja. How about anything else? Habt ihr noch was anderes? No. Was darf es denn kosten? Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß, was ist denn mit Uhren? Okay. Uhren? Ja. Ach, dabei, ja. Super. Hey. Hey. Wieso versteckst du die? Wieso versteckst du die? Was ist das? Armani Breitling. Okay, Armani Breitling. Kann ich eine sehen? So, this has, also hier steht Breitling. So, but this is not aber das ist keine Breitling. So, also wenn ich das mit nach Hause nehme, nach Deutschland, bekomme ich dann Ärger mit der Polizei? Nein. Und wenn es gefälscht ist, bekomme ich Ärger. Nein. Nein, nein. Sicher nicht? Die Jungs reden nur, wenn sie was verkaufen wollen. Keine 10 Meter weiter und der nächste fliegende Händler fängt mich ab. Nur bitte. Ich geb's dir für 90. Ja, ja, ja. Ich bin Deutsch, ja. Aber du kennst sie doch da hinten. Du hast doch gesehen, dass ich da gerade gekauft habe. Alles Senegal, ja, alles Senegal, ja. Alle trotzdem, du hast doch gesehen, dass ich da gerade gekauft habe. Ja, ja. Aber keine Gleise. Die Automatik, deine Kollege Sache, die kostet mir viel Geld. Ich habe da was bezahlt. 3 Meter weiter soll ich schon wieder was für eine Uhr zahlen. Das ist mir zu viel. Na, 20, reicht doch. Die Batterie, die Batterie. Aber die Automatik. Ich will doch nicht mit dem Uhrenladen nach Hause kommen. Aber die Automatik. Und der nächste. Langsam fühle ich mich verfolgt. 10 Meter. Ich bin gerade mal 5 Meter gekommen. Ja? Ich will wissen, was hinter dem Geschäft mit der gefälschten Billigware steckt. Systematische Abzocke? Organisierte Drückerbanden? Ich finde einen Händler, der reden will. Als seine Kollegen unser Gespräch bemerken, eskaliert die Situation. Hey, was filmt ihr da mit der Kamera? Mein Freund da drüben filmt. Okay, mach keine Video von uns. Von euch nicht sehen. Doch, hab ich gesehen. Nicht Kamera von uns. Pass auf. Alles klar? Alles klar. Habt ihr verstanden? Und dann das. Wir sind aufgeflogen. Unsere Kamera ist entdeckt worden. Unser Informant wird bedroht. Ich will keine Video von uns. Ich weiß doch. Okay, okay. Pass auf, du Alter. Wir beschließen, das Feld zu räumen. Das ist eine kritische Situation. Wir können vom Glück sagen, dass unser Verkäufer, den ich gerade kennengelernt habe, jetzt in Sicherheit ist. Puh. Oh Gott, sind die aggressiv. Viel mehr, als ich dachte. Lustigerweise ist die Polizei nicht gekommen. Die muss es gesehen haben. Hier gibt es überall Überwachungskameras. Die patrouillieren hier regelmäßig. Aber wo wir dort den Ärger hatten, da kam überhaupt gar niemand. Also, morgen müssen wir den treffen. Jetzt würde ich dir erst recht wissen, was es mit denen auf sich hat. Aber offenbar gibt es hier sowas wie Revierstreitigkeiten. Wir sind aufgeflogen, klar, irgendwann haben sie uns dann auch gesehen. Wir haben uns zu erkennen gegeben und es wurde richtig aggressiv. Ich bin gespannt, wie das morgen wird, wenn wir den treffen. Schon früh am nächsten Morgen habe ich mein Treffen mit Alex, dem Strandverkäufer. Wir sind bei ihm zu Hause verabredet. In San Goleo, einer heruntergekommenen Gegend im Norden der Inselhauptstadt Palma. Okay, das ist also ein Stadtteil hier von Palma de Mallorca, wo sich normalerweise kein Tourist verliert. So viel steht schon mal fest. Hier ist schon mal was ganz anderes hier. Nicht allzu weit entfernt von Strand, Palmen und Promenade sieht die Welt in der Tat ganz anders aus. Grau und trist. Keine 10 Autominuten von der Playa und man ist auf der traurigen Seite der Ferieninsel. Hier lebt der Senegalese. Er will uns Einblicke geben in den Alltag der fliegenden Händler. Und ich will natürlich wissen, woher seine falsche Markenware kommt. Hallo, wie bist du? Also, du wohnst hier. In Palma. Hier in San Goleo?
Ja, ich wohne hier. Hallo. Okay, wo kommt eure Billigware her? Besorgt die sich jeder für sich oder kauft ihr gemeinsam ein beim Großhändler? Nein, wenn du was brauchst, dann gehst du zum Chinesen um die Ecke und kaufst es. Jeder Händler für sich alleine? Ja. Ja, jeder geht einzeln hin und kauft, was er so braucht. Also es gibt keine großen Organisationen, keine kontrollierten mafiösen Strukturen. Es ist so einfach. Du gehst zum Chinesen, kaufst deine Ware und verkaufst es dann? Am Strand, richtig. Warum verkaufen die Chinesen die Ware nicht einfach selbst am Strand? Keine Ahnung. Die Senegalesen haben das Verkaufen einfach im Blut. Um es mal ganz klar festzuhalten, was wir da jeden Tag kaufen, offenbar, kommt es keineswegs irgendwie in großen Ladungen hier aus dem Senegal an. Sondern das kann man beim Chinesen um die Ecke kaufen. Das ist nicht wahr. Aber kannst du mir eines von den chinesischen Geschäften zeigen? Klar, hier ist eins um die Ecke. Die gucken wir uns gleich an. Moment, erst möchte ich noch ein bisschen was über ihn wissen. Warum arbeitest du hier? Weil im Senegal die Löhne einfach sehr niedrig sind. Also wollte ich lieber hier nach Mallorca kommen, wodurch ich meiner Familie im Senegal viel besser helfen kann. Wie viel verdienst du denn so? Na, hier zum Beispiel habe ich so im Monat 50 bis 100 Euro, manchmal 200, mit denen sich's gut leben lässt. Also 50 bis 100 Euro pro Monat. Das reicht um eine Familie mit wie viel? Une femme? Ihr? Trois enfants. Drei Kinder, eine Frau, zu Hause in Senegal, 50 bis 100 Euro. Und das reicht, um die Familie zu ernähren. Machen wir mal eine Tour durchs Viertel. Von wegen Mafia. In Sangoleo wohnen kaum Spanier. Die Gegend ist geprägt von Migranten. Es scheint mir, als müsse die Polizei hier öfter für Ordnung sorgen als an der Playa de Palma. Das sollte man mal den Leuten zeigen, die dann falschen um einen Euro wegen einer gefälschten Uhr oder wegen einem kleinen Armband. Ja. Das Geld, was dabei rauskommt, brauchen die hier zum Leben. Das Leben ist nicht toll. In diesem Viertel wohnt Alex, so wie die meisten seiner Kollegen. Als ich ihn nach seinem Lieferanten frage, führt er mich einige Blocks weiter. Das ist jetzt hier die Straße, in der die Senegalesen ihre Ware kaufen. Er zeigt mir jetzt sozusagen den Großhändler, den Ramsch-Großhändler. Bin ich gespannt. In dem kleinen chinesischen Laden sieht es aus wie im 1-Euro-Shop. In Plastik verpackter Nippes, Billigartikel und Fälscherware bieten sie hier ganz offen an. Ah, hier haben wir was. Eine Markenbrille? Eine Ray-Ban. Was soll denn das hier kosten? Entschuldigung, wie viel kostet das hier? 1,20 Euro. Also 1,20 Euro ist der Großhandelspreis. Ja, da versuche ich es mal selber. Vielleicht verkaufen die mir ja sowas auch hier. Wie viele Teile muss ich hier mindestens nehmen? 5? 12. Du musst hier mindestens 12 Teile kaufen. Okay. Also ich kaufe mir jetzt 12 Markensonnenbrillen für, ich glaube mal, 15 Euro. Und los. Tres, cuatro, cinco, seis. Oh, Entschuldigung, hier ist was los. Also hier ist richtig geschäftiges Treiben. Ich bin mitten in einem Großhandel für die Ramschware am Strand. Mit mir zusammen ein Haufen Senegalesen und zwei Chinesinnen. Und hier liegt genau dieselbe Ware, die ich an der Playa de Palma jeden Tag um die Ohren geworfen bekomme. Und die Polizei ist hier nicht und es ist nicht illegal. Also ganz ohne Berührungsängste. Das sind Händler und kaufen hier mitten in Palma die Sachen ein und verkloppen sie dann am Strand. Übrigens, diese Brillen hätten mich am Strand insgesamt mindestens 120 Euro gekostet. So, hier kommt meine Rechnung über die Schnäppchenware. Bin gespannt. 19,40. So, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich heiße Ware gekauft. Und zwar eine ganze Menge davon. In einem der chinesischen Großhandelsgeschäfte. Zusammen mit meinem neuen senegalesischen Freund. Hier ist meine Ausbeute. Sonnenbrillen aller Art. Statt Ray-Ban steht dann da Ray-Ban mit E drauf zum Beispiel. Klar, das ist gefälschte Ware. Das weiß doch bitte schön auch jeder, der an der Playa einkaufen geht. Aber wo die her ist, wusste bis jetzt keiner. 1,30 Euro das Stück, das ist der Einkaufspreis für eine. Wie viel bezahlen Sie für Ihre Brille an der Playa? Nicht nur die senegalesischen Straßenverkäufer bieten auf Mallorca Fake-Ware an. Ich habe im Internet einen Betrugsfall recherchiert, der andere Ausmaße annimmt. Angeblich soll es in Playa de Palma auch gefälschte Fußballtrikots geben.
Okay, das ist hier Barcelona. Wo ist denn Barcelona? Das ist Original Barcelona, ne? Okay. Und die ist Original. Echte Deutsche. Deutschland. Okay. Das sind jetzt hier aktuelle, ne? Ja, und das sind vier Stellen, neue. Ah, also richtig offiziell, echte T-Shirts. Das hier ist ja neue. Okay. Und das hier ist auch ein echtes Barcelona. Barcelona, echtes Barcelona. Echtes Barcelona. Guck mal, was sie noch haben. Darf ich noch mal ganz kurz, ja? Was kosten denn die Deutschen? 19,99. 19,99? Oh, das ist aber normalerweise viel teurer, ne? Und normale kostet 89 Euro. Eben 89, ja, normal. Ne? Und warum kostet so wenig? Das ist Spezialpreis. Alles, ja. Spezialpreis? Okay, 19,90, ja? Ich nehme eins von denen mit und darf ich noch mal gucken? So ein Shirt im Original kostet im Fanshop bei uns in Deutschland locker das Vierfache. Und das ist jetzt hier richtig offiziell Bayern München? Bayern, FC Bayern. Echt, ja? Und was kostet das? Auch 19,90. Auch 19,90? Also ich meine, wenn es echte sind und das sind Original, ja. DFB, ne? Und das hier ist richtig FC Bayern? FC Bayern. Aus München, Original. Super. Das ist ein Deal, ne? Nicht schlecht, alles klar. Dann macht es zusammen. 39,90. Wie viel? 39,90. 39,90. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen. Tschüss. Okay. Ich sag's mal ganz klar. Ja, ich bin Bayern-Fan. Und ja, natürlich, alle anderen Bayern-Fans werden mir das jetzt verzeihen. Ich bin natürlich froh, wenn ich ein Schnäppchen gemacht habe. Für meine Kinder in dem Fall hier. Aber ich bin Fan genug, um zu wissen, dass das hier kein echtes FCB-Shirt ist. Auch nicht in der Kinderversion. Aber mehr dazu später. Einige Meter weiter der nächste Shop mit angeblich aktuellen und echten Deutschland-Trikots. Vier Sterne. Was meinst du? Vier Sterne. Ach, vier Sterne. Ja. Das ist ein echtes DFB-Trikot. Ja, das ist für neu. Dieses Jahr habe ich drei Sterne auch, dann wollen fünf Sterne. Ja, nee, ich will schon vier Sterne, wenn dann. Drei schon vorbei. Drei ist vorbei, ja. Aber Moment, was kostet das? 60 Euro? 24,99, yes. Alle Angebote. 24,99? Alle Angebote. Und das ist ein echtes Shirt? Das ist Medium. Wie Medium? Das ist Trikot 3 Qualität. A, B, C. Das ist B. B-Qualität. Ja. Aber es ist ein echtes Shirt? Ja. Echtes vom DF, von Deutschland, Deutschland, DFB. Ja. Vier Sterne. Keine Frage. Ja, deutscher Fußballbund, steht ja da drauf. DFB, FIFA? Ja, früher 49 verkauft. Jetzt 25. Ah, früher 50 und jetzt 24. Ja. Aber das ist ein, also so ein offizielles. Ungefähr, ja. Ungefähr sowas. Glaub. Ungefähr so? Ja. Riecht da Ärger, wenn es nicht ganz offiziell ist? Nein, Leute kaufen bei mir. Ja? Ja, die Kinder kaufen ja auch Leute. Kaufen. Echte, ja, gut, das ist gut. Dann nehme ich das mit. Obwohl ich ahne, dass das DFB-Shirt eine Fälschung ist, kaufe ich eins. In Laden Nummer 3 erfahre ich hoffentlich endlich mehr über die Ware. Ich suche Original-Shirt. Ich habe Original, aber kein Original. Wie Original, aber kein Original? Ein gut Original. Ein gut Original? Aber kein Original. Dieser Verkäufer gibt als erster zu, dass die Trikots nicht echt sind. So, jetzt muss ich mir erklären, Original, nicht Original? Das, wenn du guckst, ist alles Original. Adidas, alles. Alles gleich, aber es ist keine Adidas. Aha. Aber es ist eine gute Kopie. Original kostet 89,99 Euro mit Hose. Jetzt hast du gar keine Originale da? Nein. Wo kommen die her? Aus China? Nein, nicht China, hier von Spanien. Aus Spanien? Jetzt im Ernst, das wird in Spanien hergestellt? Und dann einfach, das ist echt, ehrlich? Ehrlich, Original das ist auch. Wirklich, ja, eine gut gemachte Kopie. Ja. Diese Kopie will ich später noch genauer unter die Lupe nehmen.